und rufe damit auf Einzelplan 03. Als erster Redner hat sich zu Wort gemeldet Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir werden ja nachher wieder eine schwarz-grüne Märchenstunde erleben. Und deswegen machen wir vorher mal einen Faktencheck, damit auch die Realität in diesem Hause mal wieder Einzug hält. Es ist ja alles historisch in diesen Tagen, was Schwarz-Grün zu bieten hat. Angeblich werden wir bis zum Jahre 2020 weit über 1.000 Polizeibeamte zusätzlich haben. Meine sehr Sehen Sie, Herr Irmer, Sie sind ein so dankbarer Stichwortgeber. Also, um Ihnen das zu erläutern, ich gehe mit Ihnen jede Wette ein, dass das falsch ist. Und wer das behauptet, sagt nicht die Wahrheit. Weil bis 2020 können Sie aufgrund der jetzt vorliegenden Zahlen gar keine zusätzlichen 1.000 Polizeibeamten ausbilden. Und deswegen, meine Damen und Herren, in den letzten Jahren unter Verantwortung der CDU-geführten Landesregierung tarifbeschäftigte Polizeivollzugsbeamte, weit über 1.000 Stellen wurden abgebaut. Und deswegen, wenn jetzt mehr Polizeibeamte ausgebildet werden, ist das kein Gnadengeschenk von Schwarz-Grün. Es ist eine schlichte Notwendigkeit, weil die Polizei am Stock geht, weil sie dringend personelle Verstärkung braucht. Das ist die Realität, und nicht, weil Schwarz-Grün das toll findet. Sie haben im Jahr 2000, ich will das an einem Beispiel mal belegen, und diesen Faktencheck mache ich mit jedem von Ihnen. Sie haben im Jahr 2014 Das sind Ihre Zahlen, keine Zahlen der Opposition. Im Jahr 2014 530 Anwärter eingestellt. 10% Abbrecherquote, relativ hoch, stabil der letzten Jahre. Studienabsolventen 477, in den Ruhestand wurden versetzt 476. Dann, was Sie bei Ihren Statistiken nie erwähnen, es gibt Polizeibeamte, die scheiden aus, hören aus sonstigen Gründen auf minus 30, sodass wir für das Jahr 2017 ein Delta von minus 29 Stellen haben, für das Jahr 2016 von 35 und für das Jahr 2015 von 23. Allein, meine Damen und Herren, in diesen drei Jahren 87 Polizeivollzugsbeamte weniger. Und damit heißt es, und Sie wollen dann nächstes Jahr die Arbeitszeit auf 41 Stunden verkürzen, das heißt, die letztes Jahr bereitgestellten 140 Stellen werden erst in 2018 wirksam. Drei Jahre Ausbildung, 2015 plus drei gibt 2018. Das heißt, die Polizei wird nächstes Jahr trotz erhöhter Herausforderungen weniger Polizei zur Verfügung haben. Und das ist eben kein gutes Signal für die innere Sicherheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie ist ja, das heißt ja dann immer historischer Stellenzuwachs. Also das ist wie bei der Feuerwehr, ne? Also Sie kennen das ja, ne? Da brennt es, und dann ruft jemand die Feuerwehr und ist dann der Retter. Sie bauen Stellen ab, die Polizei hat immer höhere Herausforderungen. Terrorismusgefahren, Internetkriminalität, Rockerkriminalität, immer mehr Großeinsätze. Wir haben einen hohen Krankheitsstand bei der hessischen Polizei. Wir haben 3 Millionen Überstunden. Das ist die Bilanz der schwarz geführten Landesregierung der letzten Jahre. Und dann sollten Sie nicht so tun, als wenn die Stellenzuwächse von Ihren Gnaden gekommen sind. Und im Gegensatz zu Schwarz-Grün besuchen wir Polizeidienststellen. Sogar das erste Polizeirevier in Frankfurt, da waren Thorsten Schäfer-Gümbel und ich, hören uns die Sorgen und Nöte an. Und deswegen, Herr Innenminister, hören Sie auf mit Placebo-Politik, immer mehr und härtere Strafen zu fordern, und sagen Polizeibeamten, die vorhandenen Strafgesetze konsequent angewandt, reicht aus. Das erwarten Polizeibeamtinnen und Beamten und nicht ständig Presseerklärungen dieses Innenministers, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schauen Sie sich den Pressespiegel im Landtag an. GdP, DPOLG, überall Jahreshauptversammlungen der Polizeiorganisationen, Polizei absolut am Limit, ist die Polizei schlicht überfordert. Kolleginnen und Kollegen bekommen das bei ihren Besuchen in den Dienststellen mit. Ja, die Herausforderungen sind enorm gewachsen. Ja, auch die Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt zu, weil das ein generelles Problem in der Gesellschaft ist. Und ich finde, gemeinsam unsere Aufgabe zu sagen, Gewalt gegen Personen geht gar nicht, gegen Amtsträger schon gar nicht. Das ist ein Prozess der Verrohung zum Teil in der Gesellschaft. Und da müssen wir auch als Landtag klar Position beziehen. Ich hoffe und denke, dass wir an der Stelle uns einig sind. Die, die für unseren Dienst tun, brauchen unseren Respekt und unsere Anerkennung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, Herr Innenminister, mit diesem historischen Stellenzuwachs, wir haben eine Abbrecherquote von 10%, das ist relativ hoch. Und wichtig ist,
dass mehr Stellen notwendig sind. Die müssen aber tatsächlich dann auch vor Ort ankommen. Das ist übrigens die Sorge, die wir in den Gesprächen immer wieder erleben. Die dürfen nicht in irgendwelchen Führungsstäben versickern, sondern Menschen wollen Polizei sichtbar und wahrnehmend vor Ort nehmen. Und wir erwarten auch, dass die Präsenz der Polizei in der Fläche im ländlichen Raum aufrechterhalten wird und dass man nicht stundenlang möglicherweise auf Polizeikräfte warten muss. Auch das ist eine zwingende Notwendigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer zu Recht die verantwortungsvolle, auch risikobehaftete Arbeit von Polizeibeamten lobt, der muss endlich dafür sorgen, dass Polizeibeamtinnen und Beamte auch angemessen besoldet werden. Und auch da will ich mit einem schwarz-grünen Ammenmärchen mal aufhören, dass Sie gar nicht anders können. Nein, meine Damen und Herren, Thorsten Schäfer-Gümbel hat es gesagt, Sie haben das Glück, dass eben die Steuereinnahmen sprudeln. Und deswegen noch einmal nicht nur die rhetorische Frage hier heute Morgen. Warum werden hessische Beamtinnen und Beamten von Ihnen so schlecht behandelt im bundesweiten Vergleich? Warum gestehen Sie ihnen nicht ordentliche Besoldungserhöhungen zu, so wie es zweckmäßig notwendig und richtig ist? Und das ist übrigens eine echte Wertschätzung, nicht nur in Sonntagsreden, sondern das muss ich auch in Cash und Carry auszahlen, meine Damen und Herren. Und deswegen angemessene, ordentliche Besoldung. Ich empfehle dem einen oder anderen, sich einmal die Nummer 19 der Hessischen Finanzen anzuschauen. Da wird noch einmal sehr anschaulich deutlich gemacht, was das jetzt heißt. Ab 1. Januar nächsten Jahres steigen die Krankenversicherungsbeiträge. 20 € für Ledige, 40 bis 50 bis 60 € für Familien, für Polizeibeamte, die verheiratet sind und Kinder haben. Sie haben letztes Jahr 1% mehr bekommen, rund 35 €. Sie zahlen 18,90 € als Eigenanteil Beihilfe. Das heißt, diese Beamtinnen und Beamten haben Minus im Portemonnaie, und Sie stellen sich hier hin, Sie könnten nicht anders, meine sehr verehrten Damen und Herren. Übrigens, Wertschätzung sieht tatsächlich anders aus, Herr Innenminister. Jetzt könnte sagen, ja, das sieht nur die Opposition so. Nein, es gibt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, der Kreisvorsitzende der CDU ist hier anwesend, Herr Schäfer, Sie sind wohl nicht mehr im Kreistag. Es gibt einen Antrag von CDU und SPD, wo eben die Landesregierung, ein bisschen freundlich formuliert, ich hätte es auch härter formulieren können, aber gut, also die Landesregierung wird gebeten, den berechtigten Anliegen der Beamtinnen und Beamten im Hinblick auf ihre Besoldung unter Berücksichtigung der steigenden persönlichen Anforderungen und Belastungen in angemessener Form bei Besoldungsverbesserungen Rechnung zu tragen. Hierbei ist als Maßstab vom Abschluss der Tarifergebnisse des öffentlichen Dienstes auszugehen. CDU und SPD Marburg, Kreisvorsitzender Dr. Schäfer, Sie haben recht, Herr Innenminister, setzen Sie es um. Setzen Sie es um. Und auch dazu liefert der Innenminister nichts. Wir hatten letzte Woche eine Anhörung zu dem Thema Linksextremismus. Auf Ihren Wunsch wurde die durchgeführt. Viele von uns waren anwesend, die Ergebnisse interessant. Wir müssen feststellen, wo ist das Präventionskonzept der Landesregierung gegen Linksextremismus? Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Die Kollegin Gnadl hat Ihnen das wiederholt deutlich gemacht. Ja, damit die Position, Herr Bellino, der SPD klar ist. Wir fordern Präventionskonzepte gegen Rechts, gegen islamistischen Terrorismus, aber auch eben gegen Linksextremismus. Aber Sie haben kein Konzept, und deswegen blasen Sie an der Stelle so nicht die Augen auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war das Ergebnis der Anhörung. Meine Damen und Herren, dieser Innenminister verspricht ja viel. Hessen bei, ja, wissen Sie, Ihnen fällt immer nur Aussteigerprogramm ein. Präventionsarbeit geht deutlich darüber hinaus, Herr Bauer, um das mal ganz freundlich und vorsichtig zu sagen. Meine Damen und Herren, der Innenminister verspricht viel und hält wenig. Wo ist das versprochene Informationsfreiheitsgesetz? Hessen weiter hinten. Wie sagte doch ein ehemaliger, nein, damals noch, sage ich mal, konsequenter grüner Abgeordneter in Hessen, wurde viel zu viel Zeit vertan, ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz vorzulegen. Übrigens, das war ein Zitat aus dem Juni 2009. Wir reden über den November 2016. Hessen ist beim Thema Bürgerrechte, Informationsfreiheit ziemlich am Ende. Herr Innenminister, Sie haben groß angekündigt, es kommt ein eigenes Gesetz. Wann kommt denn dieses Gesetz? In welchem Jahrhundert wollen Sie es vorlegen? Sie sind ein Ankündigungsminister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nun haben wir ja letzte Woche in der Zeitung lesen können, der
Herr Innenminister meinte ja, sich äußern zu müssen zur Wahlvorschlag des Bundespräsidenten. Nun kann man darüber streiten, ob Ihre Form angemessen, ob Sie als CDU-stellvertretender Kreisvorsitzender Rhein-Karl-Taunus gesprochen haben, indem Sie meinten, behaupten Sie müssen, Herr Steinmeier sei kein guter Vorschlag. Das sieht Herr Boddenberg ganz anders. Das sieht die Mehrheit der deutschen Bevölkerung anders. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass Frank-Walter Steinmeier mit einem guten Ergebnis dann in der Bundesversammlung gewählt wird. Aber Herr Innenminister, bevor Sie Bewertungen und Benotungen über andere abgeben, sollten Sie erst einmal Ihre Hausaufgaben machen. Ich habe eben das in den Stichworten zusammengefasst. Schlechte Besoldung für die Beamtinnen und Beamten, rapider Stellenabbau in den letzten Jahren, Diskriminierung in vielen Bereichen, die Sie zu verantworten haben. Sie gängeln die Kommunen bis 2017 ausgeglichene Haushalte vorzulegen, obwohl eben die Kassenkredite mit bundesweit am höchsten sind. Herr Minister, sparen Sie sich solche Bewertungen über Herrn Steinmeier. Machen Sie Ihre Arbeit. Ob Sie ein guter Vorschlag als Innenminister sind, da bin ich ganz anderer Meinung. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bauer für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Einzelplan 03 zeigt ganz deutlich, wir sorgen verlässlich für mehr Sicherheit in Hessen. Es gibt mehr Polizei, bessere Ausstattung und zusätzliche Mittel für Prävention, meine Damen und Herren. Und das ist die erste und die wichtigste Aussage. Denn eine gut ausgestattete Polizei ist wichtig für den Rechtsstaat. Es ist auch ein wichtiges Kriterium für die Lebensqualität der Menschen in Hessen. Und ich möchte zu Beginn gleich deutlich herausheben, die CDU ist stolz auf die gute Arbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die Sie in Hessen tagtäglich leisten. Und dafür möchte ich an dieser Stelle erst einmal Dankeschön sagen. Dieses hohe Engagement unserer Polizei in Hessen zahlt sich aus, denn unser Bundesland ist mit Blick auf die Statistik eines der sichersten Bundesländer. So gab es 2015 mit 59,9% die höchste Aufklärungsquote bei knapp über 400.000 Straftaten. Herr Rudolph, ich darf Sie einmal daran erinnern, früher war das anders. In den 90er Jahren wurde noch nicht einmal jeder zweite Fall aufgeklärt, und die Fallzahlen waren um 15% höher. Das ist eine entsprechende Bilanz, die Sie mit zu verantworten haben, als die SPD noch Regierungsverantwortung hier getragen hat in Hessen, meine Damen und Herren. Und dann kommt man hierher und bläst die Backen auf und sagt, nie gab es schlimmere Zustände in Hessen, nie gab es mehr Kriminalität. Das stimmt doch gar nicht, meine Damen und Herren. Es gibt in der Tat keinen Grund zur Zufriedenheit. Wir haben einige Bereiche, einige Deliktsbereiche, in denen wir besser werden müssen. Aber wir müssen auch auf aktuelle Entwicklungen reagieren und gute Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige, moderne Polizeibearbeit schaffen. Denn eines ist klar, wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen gut und sicher in Hessen leben. Das ist unser Ziel, meine Damen und Herren. Und der Landeshaushalt setzt dafür die richtigen Weichen. Er setzt klare Akzente für mehr Schutz und mehr Sicherheit in Hessen, meine Damen und Herren. Wir haben, und das sind die Fakten, einen historischen Stellenzuwachs bei der hessischen Polizei. Schon 2016 konnte die Polizei mit zusätzlichen 300 Stellen aufwarten. 100 neue Stellen gab es bei der Wachpolizei. Im Jahr 2017 wird es weitere 570 zusätzliche Stellen im Polizeivollzug geben, 90 Stellen für die Arbeitszeitverkürzung und 480 neue Anwärterstellen. Meine Damen und Herren, damit beginnt 2017 der größte Ausbildungsjahrgang, den es je bei der hessischen Polizei gab. Über 1.000 zusätzliche Polizeibeamte werden bis 2020 im Einsatz sein und für mehr Sicherheit sorgen. Niemals gab es mehr Polizei in Hessen, meine Damen und Herren, das sind die Fakten. Sie können sich die Zahl schon merken. Was uns unterscheidet ist, zu SPD-Zeiten gab es mehr Planstellen, aber heute gibt es mehr Polizei auf den Straßen. Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Wir haben auch mehr Personal, um so wichtige Bereiche wie Cyberkriminalität aufzubauen und ein Cyberkompetenzzentrum zu errichten. Wir werden auch dafür sorgen, dass im Verwaltungsbereich wichtige Personalkräfte nicht abgebaut werden. Und, meine Damen und Herren, wir werden auch Vorbeugung ausweiten, eine gezielte Prävention gegen Extremisten. Jeder, der sich erst gar nicht radikalisiert oder aus der Radikalisierung herauskommt, ist eine Gefahr weniger. Und deshalb haben wir jede Form von Extremismus im Blick, und wir nehmen die Anregung gerne auf, um im Bereich des Linksextremismus auch uns verstärkt Gedanken zu machen. Aber wir haben doch jetzt schon, meine Damen und Herren, jetzt schon die Mittel für Extremismusprävention vervierfacht. Wo gab es denn so etwas? Nie gab es mehr Geld in Hessen
für Aussteigerprogramme und für Präventionsmaßnahmen wie in diesem Haushalt und im nächsten Haushalt. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Wir machen eine gezielte und eine sehr aufwendige Präventionsarbeit. Und wir setzen mit dem Haushalt auch einen neuen Akzent, einen klaren Akzent für eine moderne Sicherheitstechnik im öffentlichen Raum. Und wir haben ein Programm zum Ausbau der Videoüberwachung aufgelegt. Videoüberwachung schreckt Kriminelle ab. Es ist ein durchaus probates Präventionsmittel. Es hilft auch, Straftäter zu überführen. Deshalb ist es auch ein probates Aufklärungsmittel. Und es bewirkt drittens ein höheres Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Und deshalb stellen wir 2017 rund 1 Million € zur Verfügung, damit in den Kommunen die Videosicherheitstechnik verbessert und ausgebaut werden kann. Insgesamt gibt es 1.300.000 € für diese Modernisierungsoffensive der Hessischen Landesregierung, eine wichtige und richtige Weichenstellung, meine Damen und Herren, für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. Und wir sorgen auch dafür, das ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, dass wir den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stärken. Wir haben einen stärkeren Verfassungsschutz, denn das ist wichtiger als je zuvor. Wir haben begonnen, die operative Ausrichtung des Landesamtes zu stärken. Bereits 2016 gab es 55 neue Stellen. Es wurde die Observation, die Bekämpfung des Islamismus, auch die Rechtsextremismusbekämpfung und die Internetaufklärung ausgeweitet. 2017 kommen weitere 20 Stellen dazu. Und damit hat der Verfassungsschutz rund ein Drittel mehr Personal zur Verfügung als noch im Jahr 2015. Das ist ein klares Signal für mehr Sicherheit in Hessen, meine Damen und Herren. Und wir sorgen auch dafür, dass es natürlich im Bereich der Arbeitsbelastung zu Verbesserungen kommt. Die Polizei ist belastet, hochbelastet, meine Damen und Herren. Und wir sorgen dafür, dass es z. B. Zulagen gibt. Wir haben die Zulagen erhöht für den Dienst zu ungünstigen Zeiten. Wir haben eine neue Erschwerniszulage geschaffen. Und wir verbessern auch die Beförderungschancen. Es gab bereits 2016 ein Hebungsprogramm von über 100 Stellen. Und auch 2017 wird es 100 neue Hebungsprogrammstellen geben. Damit gibt es rund 500 Beförderungsmöglichkeiten für die Polizei. Das ist ein klares Signal in den Polizeikörper selbst, meine Damen und Herren. Wir wissen um die Belastungen. Deshalb gab es in der Vergangenheit auch ein Abbauprogramm für die Überstunden. Im letzten Jahr wurden 600.000 Überstunden abgebaut. Und auch im nächsten Jahr stehen für die Überstundenvergütung 4,5 Millionen € zur Verfügung. Und auch im Bereich der Arbeitszeit wird es zum 1.8. eine Reduktion geben. Für alle Beamtinnen und Beamten, die bisher 42 Stunden gearbeitet haben, wird es eine Arbeitszeitverkürzung auf 41 Wochenstunden geben. Und das alles mit zusätzlichem Personal. Wir schaffen 2017 rund 970 Stellen, um die entsprechende Arbeitszeitverkürzung auszufinanzieren. Das sind Aufwendungen von rund 44 Millionen €, meine Damen und Herren. Das ist doch ein klares Signal an die Beamtenschaft in unserem Land, meine Damen und Herren. Wir stehen auf der Seite der Beamtinnen und Beamten. Ja, aber bei Ihnen war es und wird es auch nicht besser. Meine Damen und Herren, wir werden auch die besser schützen, die uns schützen. Wir müssen deshalb auch weiterhin in die Ausstattung der hessischen Polizei investieren. Und wir haben deshalb allein 4 Millionen € bereitgestellt für eine Verbesserung der Schutzausstattung und auch für eine Modernisierung der Bewaffnung. Und, das ist mir auch ganz wichtig, zur Sicherheit gehört für uns auch der Brand- und Katastrophenschutz, meine Damen und Herren. Auch 2017 bleibt die bundesweit beispielhafte Garantie von 30 Millionen € für den Brand- und Katastrophenschutz bestehen. Wir investieren in die Zukunft der Feuerwehr. Wir modernisieren das Feuerwehrjugendausbildungszentrum in Marburg-Kappel mit über 4 Millionen €. Und wir stellen auch die Wertschätzung des Ehrenamtes bereit im Bereich der Feuerwehr. Rund 1,2 Millionen € gibt es für die Anerkennungsprämie für aktive Einsatzkräfte. Und das Bewilligungsvolumen für die Förderung von Feuerwehrgerätehäusern oder von Fahrzeugen wird um rund 3,6 Millionen € auf gut 24 Millionen € erhöht. Ich darf feststellen, bei der Feuerwehr wird nicht gespart, meine Damen und Herren. Und das Gleiche gilt auch, für den Bereich des Sports. Denn Hessen ist und bleibt ein Sportland. Die CDU-geführte Landesregierung setzt auch im nächsten Jahr die erfolgreichen Sportförderprogramme fort. Sie werden sogar aufgestockt. Und insgesamt wird die Landesregierung im nächsten Jahr über 50 Millionen € für den Sport aufwenden. Meine Damen und Herren, das sind deutliche Signale für eine entsprechende lebendige Vereinskultur und für mehr Sport in Hessen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Landeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 gibt mit Blick auf den Einzelplan 03 eine klare Antwort auf die Frage, wie bleibt unser Land sicher? Es gibt, und das ist unsere Antwort künftig, erstens mehr Polizei, zweitens eine weiter verbesserte Ausstattung und drittens zusätzliche Mittel für Prävention. Mit Sicherheit, meine Damen und Herren, mit Sicherheit sind die Bürgerinnen und Bürger
mit dieser Schwerpunktsetzung und mit dieser CDU-geführten Landesregierung in guten Händen. Denn wir sorgen verlässlich für mehr Sicherheit in Hessen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst im Bereich Innenpolitik Folgendes feststellen. Es wird Sie nicht überraschen, dass das abweicht von dem, was der Vorredner gerade gesagt hat. Erstens. Die Landesregierung ist feindlich gegenüber den Beschäftigten. Zweitens. Die Landesregierung hat eine langjährige Überlastung der Polizei zu verantworten bei gleichzeitiger Verhätschelung des Verfassungsschutzes. Und die Landesregierung ist zudem, und das ist auch ein wichtiger Aspekt im Haushalt 3, kommunal und bürgerfeindlich. Im ersten Punkt, ich will das jetzt auch belegen, im ersten Punkt, was ist so schlimm gegenüber den Beschäftigten und was müssen wir daran ändern? Ich will das allgemein sagen. Fast jedes fünfte Kind in Hessen lebt in Armut. 300.000 Beschäftigte arbeiten zu Niedriglöhnen. Prekäre Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit und Minijobs breiten sich aus und verdrängen reguläre Arbeit. Der öffentliche Dienst ist unterbesetzt. Es fehlt insbesondere an Personal in Kindertagesstätten, in den sozialen Bereichen, bei der Polizei, in der Bildung und Justiz. Und die Landesregierung tut nichts, um Armut zu bekämpfen, mehr soziale Sicherheit zu schaffen und die Arbeitsbedingungen insgesamt zu verbessern. Im Gegenteil, Herr Klee, dort, wo die Landesregierung unmittelbar zuständig ist, nämlich bei den Beschäftigten des Landes Hessen, verhält sie sich meiner Ansicht nach skandalös. Insbesondere die Beamtinnen und Beamten haben eine Riesenwut, und zwar zu Recht. Wir erleben das ja in den Anhörungen im Landtag, in Zuschriften und auf Veranstaltungen in ganz Hessen schon seit langer Zeit. Nur hessische Beamtinnen und Beamten haben die 42 Stunden, die längste Arbeitszeit in ganz Deutschland. Das wollen Sie aber erst ab August 2017 mit einer Reduzierung um eine magere Stunde ändern, Herr Bauer. Ich frage, warum nicht gleich? Warum setzen Sie Ihre Koalitionsvereinbarung denn erst gegen Ende des nächsten Jahres statt gegen Anfang des nächsten Jahres durch? Und was beinhaltet das? Geld zu sparen. Das ist die Antwort. So. Aber eigentlich kann es doch um Geld gar nicht gehen, meine Damen und Herren. Denn die Steuereinnahmen sprudeln, wie wir wissen, so wie noch nie. Und ich will an dieser Stelle auch einmal sagen, bisher kannte ich die Debatten über Beamtenbesoldung aus dem öffentlichen Dienst immer so, dass darauf hingewiesen wurde, dass keine entsprechenden finanziellen Einnahmen zur Verfügung standen. So, das ist jetzt anders. Und dennoch fahren Sie Ihre Sparpolitik bei den Beamtinnen und Beamten weiter. Und das ist ungerecht, und das ist auch nicht von niemandem der Betroffenen nachvollziehbar. Die hessischen Beamtinnen und Beamten sind die größten Verlierer der Lohnentwicklung. Dank Schwarz-Grün geht es ihnen nämlich schlechter als vorher. Erst eine Nullrunde, dann läppische 1% und dazu noch die Beihilfekürzung. Kollege Rudolph hat darauf hingewiesen. Das heißt, in Hessen haben die Beamten in den letzten Jahren reale Einkommensverluste, Herr Bauer, reale Einkommensverluste. Und das wirkt sich aus. Die Leute wandern ab, es fehlen Bewerber in technischen Berufen, und es staut sich der Frust in allen Landesdienststellen. Die Feuerwehr hat hier im Landtag in diesem Raum dem Innenminister vorgetragen, dass Wachen in Frankfurt bald nicht mehr ausreichend besetzt werden können, da sich viele Berufsfeuerwehrbeamte, meist im mittleren Dienst, das Leben im Rhein-Main-Gebiet gar nicht mehr leisten können. Weil die anderen Bundesländer erheblich mehr bezahlen und zwischen Frankfurt, Aschaffenburg
und Mainz nur wenige Kilometer liegen, aber mehrere Tausend Euro Einkommensunterschiede, wandern Sie ab. Mehrere Tausend Euro Einkommensunterschiede. Das ist schon etwas bei einem Beamten im mittleren Dienst. Damit geht natürlich auch Qualität und Sicherheit der Leistung für Bürgerinnen und Bürger verloren. Und, Herr Bauer, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, bei der Feuerwehr wird nichts gekürzt, ja, in Gottes Namen, dann erhöhen Sie doch die Beamtengehälter, damit die Feuerwehrleute im mittleren Dienst auch hier bleiben. Ja? Das ist doch die Antwort. Wenn in den Polizeidienststellen inzwischen mehr als 3 Millionen Überstunden geleistet werden mussten, dann spricht das auch Bände über die mangelnde Personalausstattung. Ich habe mir das übrigens einmal ausgerechnet, Herr Bauer. Wissen Sie, was 3 Millionen Überstunden heißt? Das sind zwischen 1600 und 1700 Stellen. 1600 und 1700 Stellen, das sind mehr als 10% im Polizeidienst, die sozusagen über Überstunden abgeleistet werden. Das ist ein Mangel, das ist ein Defizit, der seit Jahren besteht und von Ihnen nicht abgebaut wird, bestenfalls in Teilen nur abgegolten. Und das ist nicht in Ordnung. Und das führt nicht zu mehr innerer Sicherheit, Herr Bauer, in keinster Weise. Ich frage aber nun, am Geld kann es doch nicht liegen. Denn die Steuereinnahmen sprudeln doch wie noch nie. Das sagt doch auch der Finanzminister. Wir als LINKE wollen die Übertragung der Tarifergebnisse 2015 und 2016 von insgesamt 4,4% auf die Beamtinnen und Beamten. Wir wollen die Beihilfekürzung rückgängig machen und damit die monatlichen Zuzahlungen wieder abschaffen. Wir brauchen mehr Personal, nicht nur bei der Polizei, auch in der Justiz, an den Hochschulen, in den Schulen, im Forst und in allen anderen unterbesetzten Stellen. Wir sagen, am Geld kann es doch nicht liegen, denn die Steuereinnahmen sprudeln wie noch nie. Also, woran liegt es? Dazu werden wir entsprechende Änderungsanträge einbringen. Es geht um den Haushalt 2017, nicht um alle Ewigkeit, Herr Bauer. 2017, da reden wir drüber. Und da gilt es jetzt auch Farbe zu bekennen und nicht nur 1% Gehaltserhöhung anzubieten und einzuplanen. So, dazu werden wir entsprechende Änderungsanträge einbringen und zudem den sofortigen Rückgang der Arbeitszeit auf die 40-Stunden-Woche fordern. Nun komme ich zum zweiten Punkt, nämlich dem völlig verhätschelten Geheimdienst. Seit Jahr und Tag regiert im öffentlichen Dienst der Rotstift. Seit Roland Koch wird gekürzt und abgebaut, was das neoliberale schwarz-gelbe oder schwarz-grüne Programm auch nur so hergibt. Überall, nein, nicht überall, in einer kleinen geheimen Behörde ist alles anders, meine Damen und Herren. Das sogenannte Landesamt für Verfassungsschutz hat im nächsten Jahr fast doppelt so viel Budget wie noch vor 10 Jahren. Doppelt so viel. Alleine 2016 und 2017 wurden 25% mehr Personal und etwa für 10% höhere Gehälter bezahlt. Da geht es nämlich ja, durch entsprechende Beförderungen, wo es bei anderen nicht geht. So. Sie werden keine andere Behörde finden, vermute ich, die in den letzten 10 Jahren den Personalstand und das Einkommensniveau gehalten hat im Landesdienst, geschweige denn verdoppelt, Herr Bauer. Aber beim Geheimdienst in Hessen ist immer alles anders als im Rest der Behörden. Dies alles, Herr Bellino, findet noch dazu in einer Behörde statt, über die wir im NSU-Untersuchungsausschuss Woche für Woche lesen und hören dürfen, dass sie nicht einmal die Grundlagen beherrschen, zumindest nicht, wenn es um Recht, Gesetz oder Kampf gegen Neonazismus geht. Ein ehemals für die NSU-Ermittlung im hessischen Innenministerium zuständiger Polizeibeamter gab im Untersuchungsausschuss jüngst zu Protokoll, dass der Verfassungsschutz seiner Meinung nach, Zitat, eine Gurkentruppe sei, dessen Hauptfeind die Presse und die Polizei ist. Ich frage, wofür werden die denn eigentlich regelmäßig belohnt und gegenüber den anderen bevorzugt? Das ist mir nach wie vor schleierhaft bei den Leistungen, die diese Behörde erbringt.
Wir als LINKE sagen, die Logik von Schwarz-Grün ist völlig daneben. Eine unterirdische, demokratiefeindliche und inkompetente Behörde macht man nicht besser, indem man sie mit Geld und Personal zuschüttet. Nein, dieser Sumpf an Inkompetenz muss trockengelegt werden. Dieser Geheimdienst ist weiterhin Teil des Problems und nicht der Lösung unserer Sicherheitsprobleme, so wie Sie es jeden Tag hier vorgaukeln wollen. Ich komme zum dritten Punkt. Die Landesregierung agiert kommunal und bürgerfeindlich, und zwar, weil seit der Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2011 um jährlich etwa 350 Millionen Euro es den Kommunen immer schlechter geht. Kollege Schaus, ich darf die an Ihrer Fraktion vereinbarte Redezeit erinnern. Danke schön. Die Kommunen werden von der Landesregierung weiterhin gezwungen, ihre Beiträge und Gebühren drastisch zu erhöhen, sogenannte freiwillige Leistungen immer weiter einzuschränken und Einrichtungen zu schließen, Stichwort Schwimmbäder, Büchereien, soziale Einrichtungen. Darüber hinaus müssen sie ihre Investitionen zeitlich strecken und insgesamt zurückfahren. Weil es politisch nicht gewollt ist, Reiche und Superreiche angemessen zu besteuern und sich dort das notwendige Geld zu holen, wo es im Übermaß vorhanden ist, holt man es bei den vielen kleinen und normalen Leuten. Einzig die momentan sehr hohen Steuereinnahmen helfen über das kommende Jahr hinweg, vielleicht auch noch über das übernächste. Aber lässt die Konjunktur nach, wird es in den Kommunen erst richtig krachen. Wir wollen eine Landesregierung, die Partner von Kommunen und Menschen ist, die für gute und bezahlbare öffentliche Leistungen steht und diese auch finanziell absichert. Das Geld, das die Landesregierung seit 2011 den Kommunen vorenthält, soll in einem Schulbauprogramm und in einem Schwimmbaderhaltungsprogramm, das alleine jährlich mit 25 Millionen Euro ausgestattet werden soll, zugunsten der Kommunen fließen. Denn Schwimmbäder und Schulen sind neben Krankenhäusern, der Infrastruktur und dem Wohnungsbau die Bereiche, in denen es verstärkt zu investieren gilt, meine Damen und Herren. Ich fasse zusammen. DIE LINKE verlangt Änderungen zugunsten der Landesbeschäftigten für einen guten öffentlichen Dienst. Wir wollen zudem eine gute, ausgebildete Polizei und die Gewaltprävention aufstocken. Mit der ständigen Verhätschelung des Geheimdienstes muss endlich Schluss sein. Und wir müssen die Kommunen strukturell entlasten, damit die Menschen gute öffentliche Leistungen bekommen, statt immer nur höhere Gebühren und Beiträge. Auf dieser Grundlage werden wir unsere Änderungsanträge einreichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe jetzt der Debatte sehr aufmerksam gelauscht, aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich manchmal gefragt, über welches Land reden Sie eigentlich, wenn Sie über Sicherheitspolitik in der Bundesrepublik Deutschland reden? Über welches Land reden Sie eigentlich? Das hat mit den Realitäten in unserem Land sehr wenig zu tun, meine Damen und Herren. Und ich bin sehr dafür, dass wir hier gerade in der Haushaltsdebatte, gerade auch im Einzelplan 03, darüber streiten, über verschiedene Konzepte und auch offen darüber diskutieren, welche Fehler es gibt und wo man Nachbesserungsbedarfe hat. Aber hier ein Bild zu zeichnen, vollkommen maßlos und vollkommen überzogen, das dient der Sicherheit in unserem Land nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das dient ihm nicht. Ich will das noch einmal betonen. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Debatte schon einmal gesagt. Man muss sich überlegen, ob man mit einer solch überzogenen Kritik und einer solch maßlosen Darstellung der Situation in unserem Land nicht das Geschäft derer macht, die wir alle bekämpfen wollen. Man kann sich nicht darüber beschweren, dass das
Zutrauen in unsere Sicherheitsbehörden und in unsere Rechtsstaatsinstitutionen sinkt und gleichzeitig keine Gelegenheit unterlassen, genau dieses Gefühl zu befeuern. Ich möchte Sie bitten, einmal über diesen Lehrsatz nachzudenken. Ich glaube nicht, dass es uns allen hilft, solche Debatten in diesem Bereich zu führen, meine Damen und Herren. Wir leben in Hessen in einem der sichersten Länder der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben eine Aufklärungsquote bei Straftaten, die liegt bei 59%. Wir haben eine Belastungszahl für die Bürgerinnen und Bürger, was Kriminalität angeht, von 6.600 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Da sind wir im Schnitt der Bundesrepublik Deutschland auf einem der vorderen Plätze, meine Damen und Herren. Das ist doch etwas, was man einmal zur Kenntnis nehmen sollte. Wir haben in Hessen, auch wenn man die PKS nicht überhöhen sollte, das habe ich in vielen Debatten gesagt, gute Zahlen in unserem Land. Das sollte uns alle freuen, nicht weil die Regierung über die Maßen gelobt werden soll, nein, weil die Zahlen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land im Vergleich zu anderen Bundesländern von weniger von Kriminalität betroffen sind und dass wir in Hessen eine sehr hohe Aufklärungszahl haben. Das ist gut für die Menschen in unserem Land, und das sollten Sie doch einfach auch einmal wertschätzen, meine Damen und Herren. Und wenn der Kollege Rudolph hier von Märchenstunde und anderen Dingen redet und vollkommen überzogene Kritik hier äußert, dann will ich ihn doch einmal daran erinnern, dass selbst der Landesvorsitzende der GdP, der ist ja nun wirklich kein Anhänger der schwarz-grünen Politik in den vergangenen Jahren gewesen, selbst der Landesvorsitzende der GdP sagt, Andreas Grün, zeigt sich dagegen zufrieden mit dem, was wir im Bereich des Stellenzuwachses machen. Diese Zuwächse sind überall in der Polizei bemerkbar, in den Dienststellen, in den Ermittlungsgruppen, in den Kommissariaten. Dann haben wir endlich Bedingungen, unter denen wir ordentlich arbeiten können. Zitat zu Ende. Herr Kollege Rudolph, wenn das der Gewerkschaftsvorsitzende der Polizeigewerkschaft sagt und Sie hier ein solches Bild stellen, dann stimmt das offensichtlich nicht mit den Realitäten überein, was Sie hier vortragen, meine Damen und Herren. Wir haben im Bereich der Stellensituation für die Polizei sehr viel unternommen. Bis 2020 werden wir in Hessen 1.000 zusätzliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Dienst stellen. Im Jahre 2017 werden wir mit 1.155 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern den stärksten Jahrgang von Anwärterinnen und Anwärtern bei der Polizei in Hessen in Dienst stellen. Da kann man doch nicht so reden, wie Sie das hier getan haben, Herr Kollege Rudolph. 479 Stellen sichern den Ersatzbedarf. 106 Stellen, Anwärterstellen sind für die 10%igen Ausstiege eingeplant. 90 Stellen dienen dem Ausgleich der Arbeitszeit. Wir haben in 2015 schon einmal 140 Stellen dafür bereitgestellt. 480 Anwärterstellen kommen zusätzlich dazu. Mit den 570 zusätzlichen Stellen für das Sicherheitspaket sollen 200 Stellen im Bereich des Staatsschutzes geschaffen werden, 120 Stellen für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Cyberkriminalität, 250 Stellen für die Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum, auch gerade für den Bereich, wo wir große Probleme haben, Wohnungseinbruchsdiebstahl. Wenn man diese Zahlen sieht, Herr Kollege Rudolph, kann man doch nicht hier solche sinnfreien Reden halten, wie Sie das gemacht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das, was wir hier gerade machen, meine Damen und Herren, ist wirklich ein gutes Signal für die hessische Polizei, für die Sicherheit der Menschen. Wir investieren in Sicherheit, und Investitionen in Sicherheit, meine Damen und Herren, sind kein Selbstzweck. Polizei und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte schützen unsere Freiheit und sorgen dafür, dass wir alle unsere Grundrechte ausüben dürfen. Bei aller Kritik, die die Opposition hier aus ihrer Sicht vorträgt, das kann man ja machen, das ist sogar ihre Aufgabe, muss man doch einmal deutlich feststellen, dass man aufpassen muss, nicht zu überziehen. Das sage ich nicht nur als Aufforderung, sondern ich möchte
darum bitten, dass man das wirklich einmal überdenkt. Die regierungstragenden Fraktionen sind damit, glaube ich, können es auch gut ertragen, dass Opposition Kritik äußert. Aber man sollte auf das Maß und auf die Mitte schauen, meine Damen und Herren. Das ist nicht die richtige Form in einer solchen Debatte, dieses Land schlecht zu reden und damit so zu tun, als hätten die recht, die durch die Lande gehen und sagen, wir haben es mit erhöhter Kriminalität zu tun, wir haben es mit Ausländerkriminalität und anderem zu tun. Das ist Wasser auf die Mühlen gerade dieser Populisten, und das sollten wir nicht tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben einen anderen Bereich ziemlich stark gemacht, den man auch einmal hier erwähnen sollte. Wir haben im Bereich der Prävention wirklich sehr viel gemacht. Der Kollege Bauer hat das vorhin gesagt. Wir haben in dem Bereich der Präventionsprojekte die Mittel vervierfacht. Ich will das noch einmal hier erwähnen, damit man hier auch noch einmal den Überblick hat. Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, rote Linie Hilfe zum Ausstieg, Netzwerk für Demokratie und Courage. Wir haben Beratungsstellen für Opfer rassistischer Gewalt. Da haben wir neulich noch einmal eine Anhörung gehabt, wo uns gesagt worden ist, dass dort noch einmal Mittel fehlen, dass das nicht ausreicht, was wir da gemacht haben. Da haben wir einen Änderungsantrag vorgelegt und stocken die Mittel in diesem Bereich noch einmal auf. Wir haben im Bereich der Ausstiegshilfen Programme aufgelegt. Wir haben im Bereich des religiösen Extremismus ein Programm mit dem Violence Prevention Network aufgelegt, was ausgezeichnet worden ist, was mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland von anderen Bundesländern nachgeahmt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss man doch einfach einmal zur Kenntnis nehmen, und da kann man doch nicht solche Reden halten, wie sie hier gerade der Kollege Rudolph gehalten hat, meine Damen und Herren. Ich will auch noch einmal im Durchlauf das machen, was ja vorhin auch vergessen worden ist. Wir haben im Bereich der Überstunden für die Polizei Geld zur Verfügung gestellt, um sie abzubauen. Wir haben Schmerzensgeldansprüche für die Polizei, können mittlerweile vom Land übernommen werden. Wir haben den Dienst zu ungünstigen Zeiten für die Polizei neu geregelt, eine Forderung, die auch die GdP immer gehabt hat. Wir haben eine Zulage eingeführt für operative Einheiten. Also, meine Damen und Herren, wir haben Beförderungsmöglichkeiten von rund 500 Beförderungsmöglichkeiten im Bereich der Polizei geschaffen. Da kann man doch nicht allen Ernstes hier behaupten, wie das der Kollege Rudolph getan hat, dass es um die Polizei und um die Sicherheit in diesem Lande schlecht bestellt ist, meine Damen und Herren. Ich will zum Schluss kommen. Ich bin sehr dafür, dass wir in diesem Bereich streiten und darum kämpfen, wer die besseren Konzepte hat. Aber bei all dem, was ich bisher gehört habe, habe ich kein besseres Konzept vorgetragen bekommen. Das Einzige, was ich hier gehört habe, ist, dass gefordert wird, dass wir von dem, was die Regierung vorhat, dass da noch einmal ein bisschen draufgelegt werden soll von der Opposition. Ich habe bisher noch nicht gehört, wo das andere Konzept ist, das verfolgt werden soll. Sie sollten sich vielleicht darüber einmal Gedanken machen und ansonsten dieses Land und das, was hier im Bereich der Sicherheitspolitik gemacht wird, nicht schlecht reden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Innenminister! Wenn man sich Ihren Haushalt anschaut, könnte man auf den ersten Blick ja in der Tat den Eindruck gewinnen, dass es einiges Richtiges zu finden gibt. Das Problem ist, schaut man genauer hin, Herr Kollege Boddenberg, dann erkennt man, dass der schöne Schein an vielen Stellen trügt. Und da hilft dann auch ein lautstarker Auftritt, wie wir ihn eben von dem geschätzten Kollegen Frömmrich gehört haben, nicht viel, um darüber hinwegzutäuschen. Ich will Ihnen das im Einzelnen erklären. Eine schöne Analogie, die Sie mir bitte einmal erlauben mögen, gibt es hierfür beim Pokerspiel. Sie sind ja auch für das Glücksspiel zuständig, zeichnen dafür verantwortlich, und deshalb sei dieser Vergleich hier einmal erlaubt. Dieser Innenhaushalt ist wie die Starthand Asskönig bei Texas Hold'em. Die Starthand Asskönig bei diesem besonderen Poker wird oft als Anna Kournikova bezeichnet.
da sie nicht nur die gleichen Anfangsbuchstaben A und K hat, sondern eine weitere kennzeichnende Gemeinsamkeit. Und damit sind wir beim Innenhaushalt, mit dieser Namensgebung einhergeht, nämlich der Spruch, sieht gut aus, gewinnt aber selten. Wieso man muss nicht spielen, um sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, Herr Kollege Boddenberg. Ich weiß nicht, ob Sie alles ausprobieren, womit wir uns hier beschäftigen. Ich jedenfalls nicht. Wieso man daran bei der Durchsicht des Innenhaushalts erinnert wird, das will ich Ihnen auch gerne erläutern an einigen kurzen Beispielen. Der erste Punkt ist die Personalplanung, vor allem im Bereich der Sicherheitsbehörden. Das wurde ja schon mehrfach heute angesprochen. Ich will einen anderen Aspekt hinzufügen. Rein numerisch, das ist deutlich, werden Staatsschutz und Verfassungsschutz personell und sachlich gestärkt. 20 zusätzliche Stellen beim Verfassungsschutz 2017 im Rahmen des Sicherheitspakets, ein umfangreiches Stellenhebungsprogramm und ein Stellenzuwachs bis Ende 2017 unterm Strich um etwa 30% insgesamt. Die Stärkung der Polizeikräfte um 480 zusätzliche Stellen, davon 200 für den Staatsschutz, 250 im Vollzugsdienst und der jährlich vorgesehene Abbau von 29,5 Stellen, den wir hier mehrfach thematisiert haben, in der Polizeiverwaltung ist gestoppt worden. Unsere Kritik zeigt also Wirkung. Aber wenn man dann einmal näher hinschaut, und das ist ja unsere Aufgabe hier im Parlament in den Haushaltsberatungen, dann wird deutlich, was schon unsere kürzlich beantwortete Kleine Anfrage gezeigt hat. Schon 2016 wurden alle Bewerber für den Vollzugsdienst eingestellt, die geeignet waren. Alle, die geeignet waren. Wo sollen denn die zusätzlichen Bewerber, geeigneten Bewerber herkommen? Und ein anderes, Kollege Rudolph hat es schon angesprochen, während die Zufriedenheit der Absolventen bis 2014 noch bei deutlich über 80% lag, ist die Zahl jetzt rapide auf nur noch 69% gesunken. Und dazu kommt, die Abbrecherquote steigt. Die Abbrecherquote derer, die man erst einmal eingestellt hat, die dann aussteigen, steigt. Und deswegen, Herr Innenminister, selbst wenn die zusätzlichen Anwärter akquiriert werden können, die Landesregierung hat ja in diesem Zusammenhang bereits eingeräumt bei den Haushaltsberatungen, wir haben dezidiert nachgefragt, dass gar nicht die Kapazitäten vorhanden sind, um die Ausbildung zu gewährleisten, sowohl beim Lehrpersonal wie auch bei den Räumlichkeiten muss noch gesucht werden. Von daher, meine Damen und Herren, drängt sich die Frage auf, ob wir nicht eine echte Mogelpackung vor uns haben und die Landesregierung letztlich gar nicht vorhat, die mit stolz vorgestellten Einstellungszahlen auch zu realisieren. Zweites Beispiel will ich nennen. Grundsätzlich könnte man auch die Reduzierung der Arbeitszeit von 42 auf 41 Stunden als eine positive Richtungsentscheidung, insbesondere für die Beamten, verstehen. Aber bei näherem Hinschauen wird auch deutlich, was hier gespielt wird. Die 41-Stunden-Woche führt dazu, dass über 900 Stellen neu geschaffen werden müssen, ohne dass es zu irgendeiner Verbesserung bei der Arbeitsbelastung, zu einer Entlastung der Mitarbeiter kommt. Kosten 2017 20 Millionen €, ab dem Folgejahr dann jährlich 50 Millionen € plus den dadurch aufgehäuften weiteren Pensionslasten. Auf der anderen Seite der Packung steht, was Sie den Beamten wegnehmen. Das Lebenszeit-Arbeitszeitkonto wächst nicht mehr auf. Bei der Beihilfe haben Sie rund 20 Millionen € gekürzt. Und die Besoldungsnullrunde 2015 mit der 1%-Deckelung in den Folgejahren, auch das zahlen alles letztlich die Beamten. Das heißt, Sie lassen die Beamten das bezahlen, was ihnen an angeblicher Wohltat besorgt. Und was dann dahinter steckt, wenn man es sich genauer anschaut, vor allem im grünen Bereich, in den grünen Zuständigkeiten, das hat Kollege Rentsch ja gestern schon einmal hier vorgetragen. Ich will es wiederholen, weil es in der Tat ein wichtiges Kennzeichen dieser Personalpolitik ist. Das Wirtschaftsministerium erhält von diesen Stellen zum Ausgleich der Wochenarbeitszeitverkürzung 12. Davon verschwinden 6 im Ministerium, 6 gehen in die nachgeordneten Behörden. Also geht es offensichtlich nicht um die Entlastung der Beamten, die dann mehr arbeiten müssen. Oder noch viel schlimmer im Umweltministerium, Frau Kollegin Hinz. Auch da kann man es nicht oft genug wiederholen. Angeblich wollen Sie ja den Ausgleich schaffen bei den nachgeordneten Behörden. Die 870 Mitarbeiter bei Hessenforst bekommen keine dieser Entlastungsstellen, sondern es landet alles nach dem Haushaltsplan in Ihrem Ministerium. Und wenn Sie es selbst nicht gelesen haben, will ich es Ihnen gerne noch einmal nennen, Frau Kollegin Hinz. Eine B2-Stelle, eine A16, eine A15, 5 A13. Alle 12 Stellen verschwinden im Ministerium selbst und an keiner anderen Stelle.
Wir wollen daher auch das Zwischenrufen, Frau Kollegin, ist eigentlich eine parlamentarische Sitte und keine Regierungssitte, aber lassen wir es mal dabei. Sie werden uns ja sicherlich noch erklären, was das alles für eine Entlastung für den Forstbeamten bringt, wenn bei Ihnen eine B2-Stelle mehr im Ministerium besetzt wird. Wir wollen daher im Gegenzug auf diese Mogelpackung verzichten. Wir wollen das verwenden zur Verbesserung der Strukturen im Haushalt insgesamt. Positive Auswirkungen unseres Vorschlags sind 20 Millionen € im Jahr 2017, in den Folgejahren jährlich rund 50 Millionen €. Und wir sorgen dafür mit unserem Vorschlag, dass das Modell des Lebensarbeitszeitkontos fortgeführt werden kann. Das ist ein sinnvollerer Einsatz der Ressourcen. Ich will einen dritten Punkt anführen, weil sich diese Regierung dort ja immer besonders lobt. Das ist die Extremismusbekämpfung. Im Rahmen des Programms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus werden Mittel in Höhe von insgesamt rund 3,8 Millionen € ausgewiesen. Insbesondere die Mittel für die Salafismusprävention wurden in den letzten Jahren richtigerweise erhöht auf mittlerweile 1,2 Millionen €. Aber wenn man da näher hinsieht, Herr Minister, all das kam ja erst auf massiven Druck zustande. Die Haushaltsanträge zur Erhöhung der Mittel zur Salafismusbekämpfung haben wir schon 2014 gestellt. Dass man den Innenminister auch sonst häufiger bei dem Vorgehen in Sachen Salafismus, Herr Kollege Frömmrich, zum Jagen tragen musste, ist nicht nur schon mehrfach in diesem Hause besprochen worden, sondern lässt sich auch anhand der entsprechenden Initiativen unserer Fraktion belegen. Ich will noch eines sagen. Die reine Erhöhung der Mittel, weil man sackweise Steuermehreinnahmen zur Verfügung hat, reicht eben nicht. Man muss auch Ergebnisse liefern. Wenn dann pünktlich zur Haushaltsberatung heute einmal eine Aktion in Kassel stattfindet, ist das erfreulich. Ich will das durchaus abhaken. Aber es reicht eben nicht aus, solche Einzelaktionen. Was fehlt, ist ein geschlossenes Konzept zum Vorgehen. Ich will nur darauf verweisen, wir haben vorige Woche hier in diesem Hause, in diesem Saal, die Anhörung zum Thema Linksextremismus durchgeführt. Wir haben dort festgestellt, dass diese Umtriebe radikaler Linker strukturell vernachlässigt werden. Das haben uns fast alle Sachverständigen dargelegt. Und, Herr Minister, wir haben das hier schon thematisiert im Hause, weil man diesen Eindruck, der sich in der Anhörung bestätigt hat, schon anlässlich der Blockupy-Krawalle in Frankfurt haben musste. Diese Landesregierung hat offensichtlich kein geschlossenes Konzept, sondern nur das Gießkannenprinzip. Ich habe eine gewisse Hoffnung, Herr Kollege Bellino ist jetzt aus irgendeinem Grunde gerade nicht da, aber ich darf ihn trotzdem zitieren. Er hat nach da ist er ja, wunderbar. Lieber Holger, du hast nach der Anhörung zum Linksextremismus in deiner Presseerklärung erklärt, wir müssen genau überlegen, wie Linksextremismus auch präventiv noch besser bekämpft werden könnte. Da stimme ich hundertprozentig zu. Ich sage nur dazu, wir müssen nicht nur überlegen, wir müssen auch etwas tun. Wir müssen auch etwas tun. Und deswegen haben wir Ihnen einen Antrag vorgelegt, im nächsten Haushalt schon einzusteigen mit einem zusätzlichen Posten für die Linksextremismusbekämpfung. Ich gehe davon aus, lieber Holger Bellino, dass die CDU-Fraktion diesem Antrag mit Jubel zustimmen wird, wenn sie das denn ernst meint, was erklärt wurde. Mein vierter und letzter Punkt in diesem Zusammenhang bezieht sich auf die allgemeine Verwaltung. Der Innenhaushalt sieht fast 20 Millionen € für den Bereich Digitalisierung vor. Dazu kommen Ausgaben, Investitionsausgaben für die Ausstattung der Polizei, für Schutzausrüstung, Ersatzbeschaffung usw. So das ist alles richtig. Aber auch hier bei näherem Hinsehen fehlen die Ideen für die Zukunft in diesem Innenhaushalt völlig. Die Strukturen werden überhaupt nicht angegangen. Die Polizeidienststellen, Organisationsstrukturen, Polizeiakademie, Hessische Schule für Polizei und Verwaltung. Nicht einmal die Arbeitsgruppe zur Neuordnung der Botendienste und Druckereien hat in über einem Jahr irgendwelche Ergebnisse gebracht, obwohl der Rechnungshof sie Jahr für Jahr anmahnt. Daher unser Kürzungsantrag in diesem Bereich, den Sie ja bereits aus vergangenen Jahren kennen. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann gelingt, dass diese Arbeitsgruppe mal liefert. Die großen Potenziale der Digitalisierung, um behördliche Abläufe schneller, einfacher und effizienter zu gestalten, sodass Kollege Greilich, ich darf darauf hinweisen, dass die angemeldete Redezeit zu Ende ist. Danke.
bietet erhebliche neue Möglichkeiten. Wir werden das auch an anderen Stellen noch thematisieren. Die Botschaft ist, wir müssen unsere Kräfte hier bündeln. Wir müssen eine Innovationsoffensive im Lande Hessen starten. Ich hoffe, dass wir dort durchkommen. Und das Geld haben wir Ihnen genannt. Im Ergebnis wird es Sie nicht überraschen. Ihre Pläne bezüglich Personal und Arbeitszeit, bezüglich Extremismusbekämpfung sowie Digitalisierung oder auch Ausstattung der Sicherheitskräfte. Sie sehen gut aus, aber bei näherem Hinsehen bleibt nicht viel davon übrig. Sie werden sich deshalb nicht wundern, wenn wir auch den Innenhaushalt ablehnen werden. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen ist ein sicheres Land. Die Straftaten, die wir in unserem Lande haben, sind stabil. In den letzten Jahren sind sie deutlich zurückgegangen, in den letzten zwei, drei Jahren stabil auf einem niedrigen Niveau. Wir haben eine Aufklärungsquote, die so hoch ist wie noch nie seit 1971, seitdem überhaupt die polizeiliche Kriminalitätsstatistik geführt wird. Wir sehen im Vergleich mit den anderen Bundesländern, was die Kennzahlen angeht, sehr gut aus. Wir sind überall im vorderen Drittel, meine Damen und Herren. Ich finde, wir können unseren tüchtigen Polizeivollzugsbeamten im Lande sehr, sehr dankbar sein, dass sie für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen, meine Damen und Herren. Wir haben diese Situation den Polizeivollzugsbeamten zu verdanken, aber natürlich auch den politischen Weichenstellungen, die dieses Haus vor allen Dingen im Haushalt in einem jeden Jahr leistet. Von der Ausstattung über die Ausrüstung, über das Personal bis hin zum Rechtsrahmen hat dieser Landtag immer mit Mehrheit in den vergangenen 17 Jahren, aber immer unter Führung der Union, die richtigen Weichenstellungen für den Erfolg in der Sicherheitspolitik gestellt, meine Damen und Herren. Und wir haben in den vergangenen Wochen zwei größere Aktionen in zwei Kriminalitätsphänomenen, die uns besonders belasten, gesehen. Das war einmal die bundesweiten Aktionen gegen die Osmanen, das Rockermilieu, organisierte Kriminalität und auf der anderen Seite das Verbot der Lease-Aktion, der Koranverteilaktion. Meine Damen und Herren, auch das Land Hessen hat damit deutlich gemacht, der Rechtsstaat ist nicht wehrlos. Wir lassen uns weder von Verbrechern noch von Fanatikern hier irgendetwas in diesem Lande vormachen, meine Damen und Herren. Und in der Tat, es sind weit mehr Herausforderungen als nur die beiden, die ich gerade angedeutet habe. Und weil das so ist, deswegen reagiert die Hessische Landesregierung, deswegen reagiert die Koalition auch darauf. Und da kann man sich noch so bemühen, meine Damen und Herren, die herausragenden Zahlen, die Weichen, die wir für die Zukunft gestellt haben, hier schlecht zu reden. Sie werden nicht schlecht, meine Damen und Herren. Die Zahlen, die im Haushalt dargelegt sind, mit über 1.000 zusätzlichen Stellen bis zum Jahr 2020, die lassen sich nun einmal weder laut noch lustig wegdiskutieren. Sie sind erforderlich für die hessische Polizei, aber sie sind am Ende der Erfolg dieser Koalition, meine Damen und Herren. Es ist müßig, aber ich probiere es trotzdem noch einmal, noch einmal deutlich zu machen, dass wir im Jahre 2017 im Haushalt, für das Jahr 2017 im Haushalt Vorsorge getroffen haben für die Zukunft. Wir werden im nächsten Jahr mit 1.155 Anwärterstellen den stärksten Ausbildungsjahrgang haben, den es jemals bei der hessischen Polizei gegeben hat. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Das sind die Zahlen. So stehen sie im Haushalt, und so werden wir es auch erreichen, meine Damen und Herren. Und da lassen wir uns auch nicht irre machen von den Behauptungen links oder rechts herum, sondern, meine Damen und Herren, wir haben im Jahr 2016 bei einer gegenüber 2015 erhöhten Ausbildungsleistung es geschafft, dass wir nicht nur diejenigen einstellen konnten, die wir gebraucht haben, um die Stellen zu füllen, sondern dass wir darüber hinaus auch für den ersten Jahrgang, für den ersten Teil des Jahrgangs 2017 Bewerberinnen und Bewerber haben, die schon Einstellungszusagen haben, um auf die Anwärterstellen zu kommen, die wir heute hier schaffen. Meine Damen und Herren,
Lassen Sie es doch einfach, die hessische Polizei erstens schlecht zu reden, und lassen Sie es doch einfach, hier zu erklären, wir würden diese Ausbildungsleistung nicht erreichen. Wir werden sie erreichen, meine Damen und Herren, weil Polizeiberuf in Hessen ein attraktiver Beruf ist und die jungen Leute zu uns kommen. So werden wir den Ersatzbedarf von 479 Stellen für diejenigen, die ausscheiden werden, die in Pension gehen werden, die Ruhestandsversetzungen, werden wir entsprechende Stellen zur Verfügung haben. Wir werden eine 10-prozentige Vorsorge darüber hinaus treffen mit 106 Anwärterstellen, weil es in der Tat welche gibt, die auf dem Weg zum Polizisten ihre Ausbildung beenden oder auch die Anforderungen nicht erreichen. Aber dafür ist Vorsorge getroffen. Wir werden 90 Stellen zusätzlich noch einmal haben für den Bereich der Arbeitszeitverkürzung. Und dann kommen 480 Anwärterstellen. Das sind zusätzliche Stellen, die wir oben drauflegen für die hessische Polizei, damit sie im Jahre 2020 zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, so setzt sich der Ausbildungsjahrgang von 1155 Anwärterinnen und Anwärtern in 2017 zusammen. Und ich finde, an dieser Stelle, wenn man für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einen Blick hat, dann kann man diesen Umstand nun wahrlich nicht kritisieren, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich, weil das ja auch Gegenstand der Debatten immer wieder ist, ich will den Vergleich dann schon noch einmal bringen. Vielleicht nützt es ja, was der Kollege Rudolph Ihnen einmal noch einmal die Zahlen, die alle belegbar sind, in den Haushalten noch einmal vorzutragen. Im Jahre 1999, das letzte Jahr, in dem Sie, Herr Kollege Rudolph, 1999, im letzten Jahr, in dem Sie die Verantwortung für den Haushalt getragen haben, hatten wir 14.464,5 Stellen bei der hessischen Polizei. Stellen. 900 waren langjährig nicht besetzt. 800 waren in den Aufstiegsprogrammen. Die waren nicht im Dienst, sondern an der Schule, meine Damen und Herren. Wir hatten also tatsächlich damals 12.750 Kolleginnen und Kollegen im Dienst. In keinem Jahr seit 1999 hat es im Haushalt des Landes Hessen weniger Stellen gegeben als genau das, was Sie hier abgeliefert haben, als Sie 1999 übergeben haben. Und, meine Damen und Herren, im Jahre 2014 hatten wir 13.764 Stellen. 13.764 Stellen, davon sind 179 Kolleginnen und Kollegen auf Anwärterstellen geführt worden. Wir haben im Jahr 2014 140 Stellen dazu geschaffen. Wir haben im Jahr 2015 300 Stellen dazu geschaffen. Wir haben im Jahr 2016 570 zusätzliche Stellen. Es sind nun einmal, da können Sie diskutieren, da können Sie lachen, da können Sie laut und leise, was auch immer tun, es sind nun einmal 1010 zusätzliche Stellen, die wir im Jahr 2020 haben werden, meine Damen und Herren. Das heißt, in der Perspektive werden wir im Jahr 2020 14.779 Polizeivollzugsbeamte haben. Das sind, um es noch einmal klar zu sagen, gegenüber 1999 2.000 mehr Leute. 2.000 mehr Leute, und es sind sogar 300 mehr Stellen, die wir haben. Und da sind die 632 Wachpolizisten noch gar nicht mit eingerechnet. Meine Damen und Herren, lieber Kollege Rudolph, die Sicherheit ist wirklich in den Händen dieser Koalition wirklich an guter Stelle. Sie ist in guten Händen. Darauf dürfen Sie sich verlassen. Und dann, was besonders bewegend war gestern in der Debatte, in der allgemeinen Aussprache, war das Beispiel von Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel zu der Besoldungsfrage bei A10. Ja, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben recht. Der Bundespolizeibeamte in der A10, der verdient tatsächlich mehr als der hessische Polizeibeamte in der A10. Das stimmt. Der Bund zahlt sozusagen dem A10er Beamten in der Endstufe mehr als dem hessischen Beamten. Ich will Ihnen nur einmal sagen, wissen Sie, wie viele Kolleginnen und Kollegen beim Bund es in der A10 überhaupt gibt, meine Damen und Herren. 15% der Polizeivollzugsbeamten bei der Bundespolizei sind in der A10. Wissen Sie, wie viele es bei uns sind? Bei uns sind es 60%, meine Damen und Herren, 60%. Und da reden Sie davon,
Da reden Sie davon, dass die hessische Polizei schlecht bezahlt wird. Meine Güte, meine Damen und Herren, ein bisschen an der Sache bleiben, das wäre wirklich für uns alle sehr, sehr schön. Und meine Damen und Herren, wenn wir schon den A10er-Beamten nehmen, dann möchte ich mal deutlich machen und deutlich sagen, ich habe mir das mal genau angeschaut seit gestern, um es noch mal genau anzuschauen. Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Ländern und dem Bund keinen mittleren Dienst mehr. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen im gehobenen Dienst. Und in der A10, haben wir 60% unserer Polizei, fast 60% der Polizeivollzugsbeamten, meine Damen und Herren. Es gibt kein Land und auch nicht den Bund, der so viele Kolleginnen und Kollegen in der A10 hat wie wir. Wir haben uns dort von niemandem etwas vormachen zu lassen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und will nur kurz deutlich machen, dass wir im Bereich der Schutzausstattung und der Bewaffnung unsere Hausaufgaben machen. Wir sorgen für die Beschleunigung der Strafverfahren im Bereich der Jugenddelinquenz, aber auch im Bereich der ausländischen Straftäter. Wir haben uns vorgenommen, dass wir beim Thema Videoüberwachung die technischen Möglichkeiten verbessern wollen, aber auch dort, wo es erforderlich ist, entsprechende Ausweitungen machen wollen. Wir müssen uns um das Thema Cybersicherheit ein Stückchen anders kümmern, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Dafür haben wir genauso Vorsorge getroffen wie im Bereich der Prävention, insbesondere im Bereich der Extremismusprävention. Und der Kollege Greilich, es wird nicht besser, indem Sie es immer wieder vortragen. Andere Länder kopieren das, was wir hier machen. Da können Sie doch nicht erklären, dass wir nicht hinreichend arbeiten würden in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, der Brandschutz, die Sportförderung und auch die Kommunen sind in Hessen bei dieser Koalition in guten Händen. Hessen ist ein sicheres Land. Der Haushalt, den Sie zu verabschieden haben, wird einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass das auch im Jahr 2017 so bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Beratung zum Einzelplan 3 abgeschlossen. Kolleginnen und Kollegen, nach einer erneuten Überprüfung zieht die Fraktion der FDP ihren dringlichen Antrag Drucksache 4113 aus 19 zurück. Gleichzeitig wurde verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Flughafen Frankfurt und Ryanair Drucksache 4117 aus 19. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht, sehe ich keinen Widerspruch. Dann wird dieser dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 44 und zusammen aufgerufen mit Tagesordnungspunkt 37, wenn das auf Ihr Einverständnis trifft. Das ist der Fall.